hat's allen gezeigt. Jenny Elvers ist strahlende Siegerin von Promi Big Brother. Erster Gratulant war Freund Steffen van der Beek, den sie nach 2 Wochen Trennung erstmal knuddelt und knutscht, was das Zeug hält. Und dass sie gewonnen hat, kann sie selbst kaum glauben. Unbeschreiblich, ganz toll, ich freue mich irrsinnig. Und das zu Recht, denn die 41-Jährige ging nach ihrem Alkoholabsturz mit klarer Mission ins Haus, zu zeigen, dass sie wieder gesund ist. Besser als da, das zu zeigen, wäre ja auch nicht gegangen, weil man kann nicht täglich irgendwie mit einem Attest rumrennen und sagen, hier, hallo, bin übrigens trocken. Und es war eine gute Möglichkeit, sich zu positionieren und zurückzukommen. Ich bin öffentlich abgestürzt, bin öffentlich wieder aufgestanden und so schließt sich der Kreis. Und Miss Elvers überzeugte nicht nur die Zuschauer, sondern fand auch einen neuen Fan in Pamela Anderson. Ich freue mich so, denn Jenny ist wirklich nett und hat viel für die anderen Bewohner getan. Schön, dass die Zuschauer das honoriert haben. Doch Pams Herzblatt ist dann doch der liebe Martin. Er sahnte zum Abschied sogar ein Küsschen ab. Oh la la, liebe Pam, etwa Geschmack am Semmelknödelchen gefunden? Ich liebe Martin, er ist großartig und wir sehen uns bestimmt mal wieder. Tja, während ein Kuss diese beiden näher brachte, hat er diese zwei zerkracht. Georgina und Manuel sollen im Haus ja auch mal... Achtung! Doch jetzt sind sie sich uneinig, was das gewesen sein soll, zumal beide eine Beziehung haben. Eigentlich. Ja, das ist noch eine Sache zu klären zwischen meiner Freundin und mir. Aber meine Freundin ist sehr erwachsen und sie weiß ganz genau, das ist eine Show. Und die weiß auch ganz genau, dass diese Georgina auch nicht mein Niveau ist. Dass ich auch nie im Leben mit ihr rummachen würde oder rumküssen würde. Ja, wir haben uns geküsst und ich möchte das halt. Also es ist nichts zwischen uns, es ist halt einfach so passiert. Fakt ist, Georgina ist seit gestern wieder Single. Ganz im Gegensatz zu unserer zweitplatzierten Natalia. Die schmuste ja zuletzt gern und innig mit Simon. Doch kaum war sie draußen, knutschte sie diesen Mann. Wir sind verwirrt. Simon und ich sind definitiv kein Liebespaar. Wir sind, glaube ich, so als Best Friends hier rausgegangen. Apropos beste Freunde. Beim Finale haben sich dann auch unsere Dauerstreithähne Mareike und Jan versöhnt. Und somit konnten am Ende alle strahlen. Juhu, Leute! Schön, dass ihr uns gefunden habt hier auf unserem TAF-Channel. Erzählt doch mal, wie hat euch dieses Video gefallen? Achso, erzählen geht ja hier gar nicht. Ihr müsst hier einen Kommentar hinterlassen. Wir sind so gespannt auf eure Meinung. Und da übrigens könnt ihr auch gleich das nächste Video klicken. Ach was, abonniert einfach gleich den ganzen TAF-Channel. Mich würde es freuen. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!